Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder und zwar heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich bin allein zu Hause und habe ich gedacht, ich verziehe mich ins Wohnzimmer. Da habe ich mehr Platz auf meinem Schreibtisch und zwar habe ich ein Päckchen bekommen und zwar so ein weißes hier mit einer Anschrift, den ich nicht gekannt habe, mit einem männlichen Anschrift und habe ich gedacht, okay, cool, jetzt ist mein Cappuccino aus China da, mein großer. Nein, das war es nicht. Als ich das Päckchen aufgemacht habe, war hier so ein kleines Päckchen drin und da stand Überraschung drauf. Und ich habe gedacht, wow, ich habe mein erstes Überraschungspäckchen bekommen. Und ich bin echt total überrascht. Und das Päckchen ist von der lieben Sarah aus meiner Facebook-Fimo-Gruppe, Mold-Fimo-Gruppe. Den Link verlinke ich euch unten in die Infobox. Und dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Schauen wir mal, ob wir einen Brief drin finden. Ja. Da ist so eine. Leipzig. Kommt sie aus Leipzig? Ja. Die ist echt schön. Ich lese mal kurz, was hinten drauf steht. Bis gleich. Sie hat geschrieben, sie wünscht mir ganz viel Spaß beim Auspacken. Den werde ich haben. Und nochmals vielen, vielen lieben Dank für dieses Päckchen. Dann werden wir hier weiter rausziehen. Dann haben wir hier einmal so Druckknöpfe. Cool, die kann man auch immer für alles gebrauchen. Dankeschön. Dann haben wir hier, oh, schon was Selbstgemachtes. Die ist ja mal toll. Mit meinem Namen. Sie heißt genauso wie ich. Meine erste Dolly. Die ist ja mal toll. Dankeschön. Mit einem Schlüssel. Oh. Vielen lieben Dank. Sind so blöd hier. Und dann hat sie mir hier so ein Amulett geschickt. Das ist so ein Anhänger. Der ist ja mal cool. Aber das sind nicht dafür die Knöpfe, oder? Mega. Der ist ja mal cool. Dankeschön. Ich glaube, das war's. Dann hat sie mir hier noch Abdrücke reingemacht. Ja, aber die werden wahrscheinlich auch. Schauen wir uns die mal an. Da sind auch einige kaputt gegangen. Dann haben wir hier einmal so eine Frau, ich weiß nicht, wie die heißt. Dann hier so ein Regenschirm. Ein Keks, also eine Schokolade. Oh, der Teller ist kaputt gegangen. Dann hier so ein, so eins hier. Oh, die Eule ist ja schön. Dankeschön. Ein Herzkeks oder eine Herzwaffel. Dankeschön. Ein Eis. Eine Eule. Eine Waffel. Eine Krone, eine Kitty, eine Rose, nochmal eine Eule, nochmal so, zwei, wie heißen die Dinger? Ich weiß es gerade nicht. Ein Seestern, nochmal ein Seestern. Der eine ist kaputt gegangen.
Ein Totenkopf. Eine Blume. Ein Mund. Entschuldigung, wenn ich das immer so runterhebe. Nochmal ein Waffelherz. Und der Teller, wie gesagt, der Teller ist leider kaputt gegangen. Dann haben wir hier noch den riesen Keks drin. Der ist ja mal mega cool. Dankeschön. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ja. Dann hier noch so ein Schmetterling. Dankeschön. Dann sage ich mal ganz vielen lieben Dank für dieses kleine, aber tolle Überraschungspäckchen. Ich muss auch unbedingt Überraschungspäckchen machen, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Aber die werden bald, nächsten Monat gehen die raus. Also ich sage nochmal ganz vielen lieben Dank, Sarah. Und bis bald. Tschüss.